Hi. Hi. Jetzt ist mir schwindelig. Freunde, willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, euch geht's heute richtig gut. Ihr habt ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht. Ich hoffe, ihr seid heute richtig fresh. Heute gibt es wieder Pranks. Und zwar Pranks, die wahrscheinlich zu weit gehen. Richtig gruselige, kranke Pranks, Leute, ja? Wenn ihr denkt, es ist ein lustiger Prank mit einem Furzkissen, jemanden das auf den Stuhl zu legen, dann habt ihr euch getäuscht. Hä? Okay, Furzkissen-Prank ist auch schon echt an der Grenze. Aber nein, Freunde, heute geht es um richtig miese Killer-Pranks und so weiter, die wirklich, also in Deutschland, ich sag mal, hart an der Grenze wären. Ich würde sagen, Leute, benutzt meinen Fortnite-Creator-Code. Bei Fortnite, alle, die Fortnite spielen, einfach Elmargo. Ich hab's jetzt lange nicht mehr angekündigt, Freunde. Ein paar Unterstützer habe ich jetzt verloren. Deswegen, Freunde, wenn ihr Ehre-Leute seid, gebt ihr jetzt wieder Elmargo als Creator-Code ein. Das unterstützt mich, kostet euch natürlich keinen Cent mehr und ja, bei jedem Kauf im Fortnite Item Store unterstützt ihr mich. So, es geht in den ersten Prank rein. Und zwar kennt wahrscheinlich viele den Film von euch S. Ja, das ist ein Horrorfilm, Leute. Für die, die keine Horrorfilme gucken. Ja, ihr seid auch noch zu jung dafür. In eurem Alter habe ich keine Horrorfilme geguckt. Da habe ich mir die Augen bei Harry Potter zugehalten, als Voldemort aufgetaucht ist. Ja, was ist bloß aus der Welt geworden? Heute guckt ihr euch doch schon Horrorfilme an mit, keine Ahnung, mit 12 oder was weiß ich so. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Und ich bin jetzt schon ein bisschen älter und habe immer noch Angst vor Horrorfilmen. ihr wisst es, Leute, wie ich mich erschrecken kann. Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto, da kommt ein Auto. Ah! Ja, und auf jeden Fall geht es um den Film S. Da gibt es ja auch diesen Jungen. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, aber mit diesem roten Ballon und so weiter. Und jetzt spielen die... oh mein Gott, was? Jetzt spielen die auf jeden Fall dem Bruder einen Prank. Hier kann man sehen, so stellt sich der Junge jetzt gleich in die Ecke. So, und jetzt kommt... tatsächlich der Junge nach Hause, der hier überrascht werden soll. So, der kommt jetzt nach Hause, sagt erstmal allen Hallo, kuschelt hier kurz mit dem Hund und so weiter. Wir wollen jetzt sehen, wenn er tatsächlich ins Zimmer geht, ob er einen Todesschreck bekommt oder nicht. Okay, also wenn es sein kleiner Bruder tatsächlich ist, dann kommt man doch auf die Idee, dass es vielleicht sein kleiner Bruder sein könnte, von der Größe her und so. Aber vielleicht ist es ja nicht sein Bruder, vielleicht ist er von außerhalb geholt. Oh mein Gott. Er merkt gar nichts. Warum sollte man das auch merken? Man sitzt ja einfach so in seiner Ecke. Okay, ich krieg gerade wieder einen Business Call. So, er trinkt genüsslich sein Wasser. So wie ich. Oh mein Gott, er hat doch erst die Kamera gesehen? Er hat die Kamera ja zuerst gesehen. Der hätte ja auf die Idee kommen, wenn er ganz clever ist, dann kommt er auf die Idee, dass das ja ein Prank sein könnte und er gerade gefilmt wird. Aber er hat sich trotzdem erschrocken. Und er liegt im Flur. Okay, Prank ist geglückt. Ende gut, alles gut. Was sagst du zu dem Prank, Play-Button? Ja, war ganz okay, aber da geht noch was. Ja, war gut, aber da geht noch mehr. Der gleichen Meinung bin ich auch. So, wir gehen hier in die nächsten Pranks rein. Und zwar ist das ein Killer-Clown-Prank, Leute. Von diesen Videos, ja, von denen habe ich auch schon mehrere gesehen. Das sind richtig kranke Pranks, ja. Da wird in der Nacht so richtig so ein Typ zieht sich ein Clowns-Kostüm an und dann tun die hier so, als wenn die irgendwen verbuddeln würden und so weiter. Das müsst ihr euch mal vorstellen als Prank. Da gehen Leute vorbei und werden geprankt. Digga, die sind verstört fürs Leben. Also mir wäre es egal. Doch, Mini-Elmargo, auch du wärst verstört. Glaub mir. Weil du gehst nicht davon aus, dass das ein Prank ist. Aber das ist egal, Freunde. Den kenne ich hier noch nicht. Ich habe so ab und zu mal irgendwie bei Facebook was gesehen. Ja, Facebook gibt es noch, Freunde. Hier geht ein völlig ahnungsloser Dude, geht hier einfach vorbei, ja? Der geht nachts um 3 Uhr spazieren, ja? Wie auch sonst, ja, das macht ja jeder. Und er geht hier vorbei und er tut hier irgendwie, als würde er buddeln. Der Typ geht vorbei, ja, ein Typ im Clownskostüm. Der schaufelt ein bisschen, ja? Das Gras muss ein bisschen umgewälzt werden, ja? Weil da kommt ein bisschen zu viel Unkraut. Das ist der Gärtner, der hat einfach nur ein Clownskostüm angezogen. Ja. Und... läuft ihm einfach hinterher. Oh mein Gott, wisst ihr, was ich mich bei diesen Pranks frage? Wenn dieser Typ, der da längst spazieren geht, wenn der eine Waffe bei sich trägt, ja? Die Typen im Clowns-Kostüm können froh sein, dass sie nicht abgeknallt werden oder so. Oder keine Ahnung, der Typ
dreht durch und verprügelt die oder so. Die können froh sein, dass die nur weglaufen. Oh mein Gott, guckt euch das mal an. Guckt euch mal diese Maske an, wie gruselig die ist. Das ist ein... Ey, in einem Fahrstuhl. Ey, Freunde, guck mal, dieser Typ, der steigt aus dem Fahrstuhl aus, geht nichts an in diesen Gang und geht jetzt in dieses Parkhaus rein, ja? Parkhäuser sind nachts eh krank, unheimlich. Ey, Digga, das ist der krankeste Shit der Welt. Und der begegnet dir nachts in einem einsamen Krankenhaus. Genau, Mats, ja? Also ich sollte vielleicht mal ins Krankenhaus. Nein, oh süß. Begegnet dir in einem Parkhaus und Clown mit einer Motorsäge hinter dir. Motorsäge. In der Nacht. Alleine. Um 3. Jetzt red ich um, ja. Das ist krank. Das ist, also wenn die da wirklich verarscht werden, dann ist das absolut krank. Als erstes, weil diese, auch wenn das ein Prank ist, können die aufs Leben verstört sein. Ich komme auf diese Pranks nicht klar. Aufs Leben können die verstört sein. Und es ist immer die Gefahr da, dass die total ausrasten. Oder, keine Ahnung, eine Waffe bei sich tragen oder so. Keine Ahnung, wo das stattfindet. Es ist definitiv nicht in Deutschland. In Deutschland wäre sowas hart verboten. Da würdest du erstmal ganz viele Klagen bekommen. Ich glaube, das ist in Russland oder sowas. Okay, also bei YouTube heißt es tatsächlich, der Kanal ist in den USA. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass... Oh mein Gott, guck dir das mal an. Okay, die Szene überspringen wir jetzt gleich. Ja, er hat einen Hammer und schlägt jetzt da auf so eine Puppe. Das ist natürlich nur eine Puppe, Freunde. Keine Sorge, das ist kein echter Mann. So, und da tut er jetzt so, als wenn er darauf schlagen würde. So, und läuft den dann mit dem Hammer hinterher. Ein ahnungsloser Dude, 3 Uhr nachts, erstmal eine Runde spazieren gehen. Erstmal ins Gras gehen. Wahrscheinlich hat er da irgendwas gehört. Erstmal reingehen. Freunde, das werde ich nie verstehen. Genauso wie ein Horrorfilm, wenn man ein Geräusch hört oder so. Warum geht man da rein? Ich habe keine Ahnung. Ja, oder in einem Horrorfilm, so, keine Ahnung, aus dem Keller kommt irgendein Geräusch. Erstmal in den Keller gehen. Wie wär's, wenn das Geräusch vielleicht etwas ist, was dir was antun könnte? Dann würde ich eher Abstand vom Keller nehmen. Im Gebüsch kam ein Geräusch. Vielleicht sollte man eher Abstand nehmen. Nö. Ich werde es nie verstehen. Das ist Clownsgelache. Okay, gucken wir uns Ausgleich auch einen gruseligen Prank an. Aber eher ein bisschen gechillter. Und zwar, wie Leute auf der Straße erschreckt werden. Also nur ein kleiner Schreck. Kein langfristiger, gestörter Schaden, dass man irgendwie zum Psychologen muss. Freunde, mal ganz kurz natürlich einmal die Grüße gehen raus an die Magangster, an das Kanalmitglied Jojo Mittig. Wie ihr wisst, ich sag's jetzt noch ein letztes Mal, Freunde. Ich grüße natürlich jetzt immer als erstes ein Kanalmitglied, Freunde. Wenn ihr noch nicht Kanalmitglied seid, checkt es gerne unten. Erster Link in der Beschreibung ab. Sonst gehen Grüße auch raus an Leo Marie Schönwald, an White Wolf. Und den ersten Kommentar im letzten Video hat Adrinette Lady Noir geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßen willst, schreib einfach einen Kommentar. Oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Oder sei im Kanalmitglied. Leute, ja, ihr habt es jetzt gerade schon gesehen. Die werden jetzt von dieser komischen Puppe. Und die sieht wirklich gruselig aus. Da sitzt einfach ein Typ drin, der setzt sich auf die Straße, erschreckt die Leute. Aber das sieht wirklich gruselig aus. Die Maske ist wirklich gruselig. Oh mein Gott, da fällt mir was ein, Freunde. Bei meinen Oma und Opa hing auch immer so eine Puppe. Nee, oder so eine Hexe an der Wand. Und die fand ich immer gruselig. Und ich verstehe nicht, wie man eine Hexe an sich aufhängen kann. Genauso wie so Puppen und sowas. Aber die fand ich immer gruselig. Und irgendwie ändert mich diese Kreatur, ändert mich an diese Hexe. Achtung, Laterne! Okay, die setze ich da einfach hin. Irgendwie würde ich mir ja schon Gedanken machen, warum sitzt da so eine komische Puppe. Oh mein Gott, okay, das ist in der... Alter, hat den Schreck bekommen. Oh mein Gott. Aber das ist funny. Und das ist auch, es ist noch okay, ne? Man kann da einen Schreck bekommen. Also bei einer alten Frau würde ich das nicht machen, ja? Bevor die da irgendwie noch irgendwie einen Herzinfarkt kriegt oder so. Oh mein Gott. Die haben sich das schon angeguckt, weil ich würde das selber auch angucken. Ich würde mich dann auch fragen, ist das irgendwie ein Obdachloser, der da sitzt, irgendwie eine Decke über den Körper hat oder was weiß ich. Was ist das überhaupt so? Und bei Frauen geht das wahrscheinlich immer ein bisschen besser als bei Männern, weil die erschrecken sich immer ein bisschen mehr, glaube ich. Okay, das ist echt mies. wie sie schon geguckt hat. So richtig der skeptische Blick rechts. So, was zum Teufel ist das? Oh mein Gott, Freunde. Das war's mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich würde sagen, die 12.000 Likes sind
locker drinne. Und lass vor allem ein Abo da, wenn du noch in der Magen bist. Wir gehen auf die Richtung, die 1 Million zu. Und jetzt kommt das Allerwichtigste, Freunde. Gebt meinen Fortnite-Creator-Code ElMago. Groß, klein schreiben, ist egal. Einfach ElMago, klein geschrieben, bei Fortnite ein, um mich ein bisschen zu unterstützen im Item-Shop, Freunde. Abonnieren kannst du meinen Kanal übrigens auch hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du den neuesten Upload. Klick dich durch, sei aktiv. Wir sehen uns morgen in aller Frische bei einem neuen Video. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao, euer ElMago.